Fraps hat gleich Probleme, danke. Ja, sorry, ich muss ihn ein bisschen stressen. Ja, weiter. Also ich bin teils muskulös. Das ist so lustig. Man darf sich nicht mal muskulös nennen. Es ist so wahnsinnig von lustig, was du... Oh mein Gott, nur frauenhaft, dann würde ich auch nicht sagen, aber muskulös, Junge, du muskulös, Mann. Bin ich eine Frau? Nein, also. Dann hab braune Haare, also sagen wir titanbraune Haare. Was ist so... Ey, ich lüge hundertprozentig nicht, jetzt hör auf. Titanbraun. Titanbraun? Weißt du überhaupt, was Titan ist? Will ich das schon anhören? Titan. Nein, weißt du überhaupt, was überhaupt Titan ist? Titanium. Nein, nein. Das ist eines der härtesten Materialien, das es auf dieser Erde gibt. Ach so, Titan, das Metall. Ja, das Metall. Ja, ja, kenn ich. Also, solch farbig habe ich die Haare. Dann ist, ja, hab ich relativ, ja, hab einen Bart halt, den ich momentan nicht schneide. Der ist voll, fast voll Bart. Apropos Bart, deine Mutter hat auch einen Bart, nicht vergessen. Hä? Deine Mutter hat auch einen Bart, hast du nicht vergessen. Deine Mutter hat was? Deine Mutter hat auch einen Bart. Die hat immer einen Bart. Die ist stolz auf sein Ehrenbart. Nein, hör auf, ey. Wirklich. Du benimmst dich wirklich momentan wie ein Dreijähriger. Okay, okay. Siehst ja, du, ja, so zügelt man kleine Idiotchen. Was passiert davon, wenn man jemanden mit Scheißkunden beleidigt? Was, ich beleidige dich? Wo beleidige ich dich? Ich weise nur hin. Nein, alles was beleidigt ist, ist eigentlich ja gelogen. Also bitte. Ich würde meine Kollegen nie beleidigen. Nie. Ja, ja, halt die Fresse. So, hat einfach einen kleinen Stängel und da wird er halt übermütig, damit der Stängel ein bisschen durchblutet wird. Und, ja. Wie gesagt, ja. Kleine Stängelmenschen sind halt ein bisschen frech. Und lachen wegen jedem kleinen Popo. Ihr sagt, keine Fettsäcke, die keine Muskeln haben, benennen sich als Bodybuilder, sag ich jetzt mal. Okay, okay, wenn du meinst. Also bin ich kein Fußballer, Let's Player den ganzen Tag, bin die ganze Zeit auf dem Server. Ja, ja. Und ich habe so ein gutes Immunsystem, alles möglich. Ich bin so extrem fit, dass ich jeden Tag 17 bis 20 Stunden wach bleiben kann. Okay. Und das ohne Sport. Okay. Ja. Und bin immer noch sehr schlank. Genau. Ja. Sagen wir es einfach mal so. Mein PC arbeitet pro Tag 17 bis 20 Stunden, aber ich bin meistens AFK. Ist es gut? Nein, natürlich nicht. Weil doch, ein kleiner, frecher, eigensüchtiger Schwanzlutscher ist. Wer? Du fetter Fettsack. Okay, ich bin ein Fetter. Ich bin Pete Smith. Ich kann fast nicht reden. Sorry, ich muss dich beleidigen. Ich weiß nicht, wie ich dich so denke, wie du bist. Ich denke eher, du bist so... Ja, also ganz ehrlich, jetzt von deiner Stimme her, ne? Ja. Würde ich denken, du bist ganz klein, also so 1,70 Meter. Nein, jetzt ohne Spaß, ey. Jetzt mal ohne Spaß. Und kennst du diese Lustige, die Dinge so eine trainierte Brust haben, aber so einen fetten Bauch haben? Du kennst oh mein Gott. Nein, jetzt ohne Spaß. Du meinst die Schwergewichtler da, diese genau. Bodybuilder da, die großen. Genau. Ja. Ich würde sagen, du hast schon also gut trainierte Brust, aber. Männer ticken halt. Ja, ja. Ich bin fett. Ich kann wegen meiner Krankheit schon nicht fett sein, weil ich keine Fettproduktion habe. Also, das Fett, das ich esse, das kommt bei mir nicht in die Zwischenräume.
Also kannst du im Grunde genommen nicht zunehmen. Ich kann schon zunehmen, aber nur Muskeln, Knochen, Haut. Das, was es noch gibt. Aber nicht fett. Okay. Mein Doktor hat Fett gemessen. Ich habe kein Fett. Ich habe nur... Also jeder Mensch, wenn er nicht krank ist, hat 7% Fett. Weniger geht nicht. Und ich habe 0% Fett. Das heißt, ich sehe mega schrecklich aus. Vor dem Spiegel, vor allem der Bauch, der geht irgendwie nach innen. Das hasse ich. Jetzt im Ernst. Ich bin wirklich nicht stolz, kein Fett zu haben. Manche Menschen sind wirklich stolz, wenn sie kein Fett hätten. Und haben sie immer noch 7% Fett. Aber ich habe 0% Fett. Und jetzt denkt ihr einfach mal, jede Bohnenstange hat 7% Fett. Jetzt denkt ihr einfach mal, ihr habt 0% Fett. Wie ihr dann aussieht. Nicht gut. Also. Und bin ich jetzt froh? Nein, ich bin nicht froh. Ich bin schon nicht froh, dass man im Fußball, dass ich jetzt im Fußball manchmal Gliederschmerzen habe oder so, weil einfach das Fett mich nicht stützt. Ich muss alles auf meine Muskeln, ich bin halt ein bisschen schneller müde und so. Weil meine Muskeln müssen überirdisches leisten und so. Und das ist halt, naja, nicht gerade der Bringer, oder? Mein Beileid hast du. Mein Beileid hast du, Digga. Jetzt plötzlich. Nein. Ja, das ja, heißt, ja. Nein, Schatz. Sieht ihr, ich sag doch, er ist behindert. Abonniert ihn, dann wird er schlau. Ja, eben. Ihr müsst mich abonnieren, damit ich nicht mehr behindert bin. Genau. Na, jetzt ohne Spaß, abonniert ihn. Ist ganz korrekt. Wie gesagt. Macht noch mehr Werbung für mich. Aber er ist also wenn ihr Ausländer seid, ne, ich sag euch direkt, ihr könnt gleich gehen, Junge. Er ist, ich hoffe alles, Bruder, ich bin auch Ausländer, ich spreche für alle Ausländer, geht weg. Ich bin so ein Anti-Ausländer. Ich bin so böse. Er ist richtig mies Rassist. Er ist richtig mies Rassist. Na, jetzt ohne Spaß. Ja, ich mach für weltweit. Für die Welt deutsche Let's Plays. Ich weiß, also, dass es viel Deutsche in ausländisch, also in anderen Ländern gibt, die nicht deutsch sind. Und ich sehe es auch, es schauen vor allem extrem viele Engländer und also von der USA. Und ich mache sehr wenige englische Videos, also das sehe ich, die haben wirklich auch, die wollen meine Videos schauen. So, da zum Beispiel... Deutschland ist jetzt nicht so gut, also Deutschland hat halt auch eine große deutsche Gemeinde, aber sie schauen nicht so viel, wie ich es gerne hätte. Also da wäre ich von den Deutschen vor allem sehr, sehr, also ich fühle mich sehr willkommen, wenn die Deutschen mal endlich ein bisschen sich würden neutral verhalten oder wenigstens interessiert sind. Gell, Cihat? Also ich bin interessiert, ich weiß nicht, von was du redest. Ja, also. Hast leider nicht viel Zeit, ich weiß. Ah, da waren wir. Okay, Auf keinen Fall, also du weißt ja, ich interessiere mich richtig krass für deine Videos. Du bist wenigstens ehrlich. Und ja, was will ich noch dazu sagen? Ich guck die aktiv. Ich war mal eine Zeit lang inaktiv, vor Monaten lang, wie gesagt. Habe dich aber trotzdem auch weiter verfolgt, also das ist jetzt nicht, dass ich gar keine Videos mehr geguckt habe. Ich habe ungefähr fast jetzt Minecraft Video angeguckt. Hast du Hexit auch geschaut? Hexit? Nein. Musst du mal schauen, meine alten Videos von Hexit. Vor allem vom Server, als er noch Hexit war. Ich sehe fast nichts, der Regen ist viel zu dicht. So, jetzt ist er raus. Komm schon, ja, jetzt. Ah ja, das sind solche vom Pixelmon Mod, solche Geheimverstecke aus Holz, also Bäumchen. Da gibt es immer einen Schatz drin. Schauen, wo der Eingang ist, hier. Natürlich hinten versteckt. Ein Wasserstein.
Ach komm schon. Den Faden. Ich hab den Faden verloren. Ich hab mich verirrt. So, mein Hübscher, ich komme nach Hause. Hast du für mich gekocht? Auf jeden Fall, Schnucki. Oh, ich liebe dich so sehr. Okay. Ich habe ein Dorf gefunden. Ich habe vor der Map habe ich ein Dorf gefunden. Geil. Ich bin so stolz auf mich. Ich auch, Schatz. Jetzt komm nach Hause. Ja, ich gehe kurz in das Gasthaus und besauf mich, okay? Ja, auf jeden Fall. Oh, war das ein Riesenlag. Also Fraps, wieso? Muss ich jetzt aber gleich um die Dings kommen, ne? Fraps, wieso bist du so schwul? Wieso bist du so böse? Jetzt ist nochmal. Nicht mal eine ein Gasthaus oder eine Schmiede haben sie spawnen lassen. Aber so, kannst du die antauschen, die Dinger, die Bewohner? Ich hab keine. Ah doch, hier. Kannst du doch nochmal. Weizen für einen einen Emerald. 19 Weizen für einen Emerald. Für einen? Ah, was ist denn los? Ich scheiße, ich hab viel zum Emerald, Junge.